Einen wunderschönen Abend für alle. Die heutige Premiere beginnt in 15 Minuten. 15 Minuten beginnt. Zweite Zeichen. Jó estét kívánok mindenkinek. Második figyelmeztető. Die Mitarbeiter der Bühnentechnik sind in mehreren Abteilungen gegliedert. Dazu gehört in erster Linie mal die Technik an sich. Das sind die Leute, die eben die Kulissen bewegen. Dazu gehört aber auch Schnürbodenabteilung, die Schlosser. Also die Schlosser sind diejenigen, die auch die ganze Maschinerie, die Untermaschinerie fahren, Drehscheibe, Versenkungen, die Möbler und Tapezierer. Dann haben wir natürlich die Beleuchtung, den Ton, Tontechnik, Requisite, Maske und Garderobe. Also es sind alles zusammen bei 50 Mann Technik im Allgemeinen. Alle steht schon lichterloh, die große Vorstadt brennt. Also die Abteilung, die bei dem Stück am meisten gefordert ist, behaupte ich einmal nach der Technik, die einfach diese was man hier sieht, diese, ich schätze, 3 bis 4 Tonnen bewegen muss, ist die Requisitenabteilung. Requisit ist einfach alles das, was ein Schauspieler in die Hand nimmt und damit etwas tut. Also wir haben hier 3 Requisiteure im Volleinsatz. Üblich ist 1 bis höchstens 2 Requisiteure bei einem Stück. Die Garderobe ist da, also wir haben früher gesehen auf der Seitenbühne, die Seitenbühne ist voll mit Kostümen. Es gibt ungefähr 4-mal so viele Rollen, wie wir Schauspieler haben. Das heißt, es gibt oft sehr schnelle Umzüge. Also ein Schauspieler schlüpft in diesem Fall auch bildlich in eine andere Rolle, was auf der Seitenbühne durch den Kostümwechsel vollzieht, kommt wieder auf die Bühne und ist eine andere Figur, was sowohl für den Schauspieler als auch für den entsprechenden Ankleider schon sehr eine große Herausforderung darstellt. Seine Frau hat nichts erfahren, hat er versprochen. Stimmt's oder liege ich? Ich verlange sofort mein normales Äußeres zurück. Und ich bin nicht gewillt, an illegalen Versammlungen teilzunehmen. Margarita Nikolajewna, zügeln Sie Ihr Hausmädchen! Na, jetzt bin ich auf einmal ein Hausmädchen! Hausmädchen? Für den Ablauf einer Vorstellung. Im Technischen ist der sogenannte Inspizient verantwortlich. Der gibt die Zeichen für das Stellwerk, also fürs Licht und für die technischen Veränderungen, also Drehscheiben und so weiter. In diesem Fall ist es der Andras Kurter, der vor allem den großen Vorteil hat, Ungarisch zu können und deswegen die Kommunikationswege, die er mit Viktor Bordeaux durch eben die ungarische Sprache nicht immer ganz einfach sind. Der kann den natürlich sehr, sehr abkürzen, sehr vereinfachen. Ein Inspizient muss alles schlucken, weil das ist normal. Alles, was gibt, das landet bei mir. Warum die Schnürboden nichts, warum nichts gedreht, warum die Darsteller war nichts da. Und das eigentlich eingerufen, gestartet, es immer passiert etwas und das ist auch lustig eigentlich. Der Name dessen, der jetzt vor aller Augen freigelassen wird, ist Arafat. Jede Minute etwas passiert und du musst aufpassen. Die barfuß laufen die Leute, die Drehscheibe dreht, wann ist das dort, kein Zeichen mehr. Und diese viele Kleinigkeiten, wo siehst du, jetzt momentan darf nichts. Und diese Sekunden
Reaktionen, das ist schon heavy. Eine meiner Aufgaben ist auch die Sicherheit für alle Beteiligten im Hause zu gewährleisten, sei es Mitarbeiter, sei es Zuschauer. Also es sind immer wieder auch kleine Rundgänge, ob nicht jemand was übersehen hat, was festzuschrauben, ob sich ein Geländer gelöst hat, was auch immer. Und natürlich die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften, dass es eben, das Theater soll Spaß machen, aber eben nicht verletzen. Warum? Weil es einfach ein geiler Job ist. Also Theater ist einfach, das kann man einem Nicht-Theatermenschen ganz, ganz schwer erklären. Es ist einfach, er ist einfach Theater. Ja, im Theater geboren, sag mal so. Und einfach, das ist mein Leben im Theater. Ich glaube, wenn man da mal drinnen ist, ich habe natürlich auch andere Jobs gemacht, reine Cashbringer, und ist natürlich zwischendurch ganz toll, Geld zu haben. Aber es ist nie Theater gewesen. Und diese Erlebnisse, die man im Theater hat, sind einfach das, was ich möchte. Es ist nichts das, ich kann nichts anderes, nur das Leben ist so. Liebe die Leute, die Jugend, immer kommt die neue, fantastisch.